Hey Leute, ich sitze hier mit der roten Zora, Lexi Vox, ja. Willst du dich kurz selbst vorstellen, bevor ich Sachen sage, die dir nicht gefallen? Achso, du hast ja schon gesagt, hallo, ich bin Lexi Vox und nicht die rote Zora. Leute, ich habe jetzt das Glück, ja, endlich mal als Mann einer Erotikdarstellerin Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht traut, weil wir haben gerade schon getestet, sie kommt nicht ran, wenn ich nach hinten gehe. Ich kann mich aber bewegen. Ja, aber ich bin schneller, ein Stück mehr, ich bin aber schneller als du und ich bin größer als du und ich gucke Wrestling, seitdem ich 5 bin. Guck mal, schon 3 Argumente, die sie total fertig gemacht haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Endspurt anfange. Schaffe. Jetzt die Fragen. Erstmal, wie alt bist du? 23 noch. 23 noch. Wirst du dieses Jahr noch 24? Ja, diesen Monat. Wie wird man Porno? Sagt man Pornodarsteller oder Erotikdarsteller? Na, ich würde schon sagen Porno. Darf man sagen? Also, man sieht ja alles. So ja. Schlitz und wie und so. Ja. Ne? Also Erotik wäre ja vielleicht ein bisschen. Klingt ein bisschen anständiger. Okay. Porno. Also Pornodarstellerin. Porno, ja. Ja. Wie ist das jetzt Privatleben? Erstmal, bist du vergeben? Hast du einen Freund? Nein. Sagst du das jetzt nur so, weil denn die Leute weniger klicken oder hast du wirklich keinen? Könntest du als Pornodarsteller mit einem anderen Pornodarsteller zusammen sein? Wenn er nur mit mir dreht, ja. Nee, ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, eine aktive Pornodarstellerin als Freundin zu haben. Nee, also ich würde auch nicht wollen, dass mein Kerl irgendwelche anderen piept. Aber du machst es doch. Ja, ich habe ja auch keinen Freund, den das stört. Ja, aber wenn so, sagen wir jetzt, wir sind jetzt zusammen, ja? Und ich sage, Mensch, Schatz. Hör mal auf, in meinem alten Backshop ist eine 400-Euro-Stelle frei, kannst du früh Schrippen verkaufen, kommst danach nach Hause und machst den Haushalt. Würdest du denn ja sagen? Nee, dann würde ich sagen, wir können ja nur noch zusammen drehen. Nee, ich bin total schüchtern, weißt du, ich mache immer nur auf Hardware. Du musst ja deinen Kopf nicht sehen. Achso, könntest du eine Maske tragen. Ja. Jetzt ist die Frage, die ich mir immer stelle. Oh, sind Porno, also sagen wir mal, wie, okay, ich merke schon, es harmoniert bei uns, wir gehen heute Abend weg. Kriege ich dich beim ersten Date ins Bett? Also ist man, sagt man so, oh... Also wenn die jetzt total müde wäre, dann schon. Nee, ich meine zum Geschlechtsverkehr. Ist es so? Also meinst du jetzt grundsätzlich, ob ich beim ersten Date mit jemandem... Ja? Ja, also... Du bist also es kommt halt darauf an, wenn ich jetzt denke, oh Aaron, ist es, ich muss ihn heiraten. Na, dann würde ich es auch machen. Denkst du es gerade? Nein. Okay, wie viele Filme hast du schon gedreht? Also über 200. Aber über 200. Filme klingt immer so groß, ne? Also es sind Clips. Clips. Also warum guckt man sich so einen Clip an? Der geht so 3 bis, wenn er länger ist, 10 Minuten. Warum guckst du den? Weil wir sehen, wer sich am Ende heiratet? Nein. Nein. Reicht also. Aber was passiert denn meistens am Ende? Meistens hat doch nur der Mann Spaß. Hast du überhaupt auch mal so, hey, hat sich gelohnt oder so? Ja, danke. Danke, Ulf. Danke, Ulf. Ach ja. Ich habe mich natürlich vorbereitet und ja, habe natürlich recherchiert. Ja. Der Ulf ist aber super nett, ja? Also, ja, ich habe den auch mal. Auch wenn ich den auf der Venus sehe, so, also wenn ich den sehe, ist immer, da ist es gar nicht, als hätten wir mal alles. Man kennt sich halt irgendwie. Ach so. Wie kommt es aber dazu? Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich hätte Bock, ein Porno zu drehen. Ja, entweder hast du dich dann auf meiner Webseite beworben. Man kann sich bewerben. Ja, man kann sich bewerben, allerdings bewerben sich so viele Leute und wenn ja, das ist alles David Heil. Wenn mir jemand schreibt, ich will mich anmelden, ich will dich mal ficken, ja, dann denke ich, bist du behindert? Nein. Aber da melden sich... Also es melden sich ganz viele, aber also es muss mir schon jemand sympathisch sein, weil ich kann mich ja nicht mit jedem treffen, der da schreibt, weil viele schreiben halt auch einfach nur dummes Zeug. Aber immer mit Gummi. Ja. So, die Videos sind 3 bis 4 Minuten lang. Was passiert denn da meistens am Ende? Der Mann kommt. Wie schmeckt eigentlich Sperma? Hast du noch nie selber probiert? Komm. Nee, jetzt ist schon die Frage nie. Ich könnte David fragen, wie meins schmeckt, aber... Wie schmeckt... Also es kommt auch darauf an, was der Typ gegessen hat vorher, ne? Also, Hattest du mal sowas, dass du so, lecker... Natürlich, jedes Mal denke ich, oh ja, lecker. Nein, es ist so, ich freue mich total, ich bin aufgeregt wie ein kleiner Junge, nicht aufgeregt, aber endlich kann ich alle Fragen stellen, ohne dass... Also es schmeckt nicht bei jedem gleich und bei manchen schmeckt es echt fies, bitter, eklig. Also da frage ich mich, Mensch, ist da mal ein paar Süßigkeiten vor? Okay. Gibt halt welche, bei denen ist es wirklich nicht so, ansonsten schmeckt es relativ neutral. Was sind so deine Hobbys? Wahrscheinlich ist jetzt nicht Sex auf 1. Ist Sex dein Hobby?
Also jetzt grundsätzlich mal? Ich mach's gern. Würdest du das aufziehen, wenn jemand nach deinen Hobbys fragt? Wenn du jetzt fragst, ja. Wenn jetzt meine Oma fragt, na und was machen deine Hobbys, würde ich nicht sagen, Oma, ich bumse nur noch, geil. ich habe schon noch gern Sex. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total... Ist der Sex, du bist jetzt in mich verliebt, anders, als wenn du mit einem Kunden, typischen Kunden wie Timo Sex hättest? Jetzt außer von der Optik? Hast du mich natürlich bevorzugt. Also wenn man jetzt verliebt ist, ist es ja, glaube ich, eh viel schöner. Du sagst es so eiskalt, warst du noch nie verliebt? Doch, schon, aber ich habe ja ein bestimmtes Bild von Männern jetzt und deswegen... Was ist denn dein Bild von Männern? Ihr seid alle Wichser, ihr seid alle. Ja, das sind wir sowieso. Dafür machst du ja die Videos. Ja. Aber warum sind Männer alle Wichser? Na, ist halt so. Ich bin netter. Also ich finde das ganz... Ja, jeder ist immer... Warum bin ich denn Wichser? Bei dir kann ich es jetzt nicht, aber ich mache halt die Erfahrung, dass ganz viele so Freundinnen und ich sehe das auch bei Facebook, verlobt, verheiratet... Und dann schreiben sie, ach hier, wollen sie mal ran und hast, dann denke ich mir, oh. Also wenn man verheiratet ist, dann sollte man es auch wenigstens schon ein bisschen ernst meinen mit seiner... Da hast du recht. Ich finde es assi. Aber du hast jetzt... Das ist nicht mein Problem, ja, wenn sich jetzt einer zum Dreh bewirbt und der hat eine Freundin, dann ist es ja deren Problem. Also ich kann das ja nicht jedes Mal vorher prüfen. Hast du manchmal so Rückrufe, so hey, nimm mal das Video raus? Ja, also natürlich tritt man die Rechte ab, oder? Ich sichere mich natürlich ab, genau also, aus diesem Grund. Also ich bewerbe mich jetzt und sag so, Lexi, Mensch, hallo Mäuschen, na... Du, ich würde gern mal. Ja. Das wird nur ein 5 Sekunden, aber der wird gut. Okay. Und dann unterschreibe ich, okay, du dafür, dass wir das haben, den Akt, darfst du das aufnehmen und senden und sonstiges. Und auf eine DVD machen und, ja. Okay. Und wenn du dann hinterher ankommst und sagst, ich habe jetzt eine Freundin und alle im Dorf lachen mich aus, weil die alle mein Video gesehen haben. Ist tatsächlich vorgekommen. Ja? Das ist natürlich scheiße für ihn, kann ich verstehen, aber da bin ich Geschäftsfrau, ich glaube. Ja. Eigentlich alle meine Fragen. Ich würde sagen, wir bieten mal den Zuschauern an, ja, aber freundlich. Haut mal die Kommentare voll, was ihr schon immer mal Lexi fragen wolltet. Und dann machen wir eine Runde 2. Ich kann mir schon vorstellen, was da für Fragen kommen. Ja, was denn? Wie viele Schwänze hast du schon genutzt? Und wie viel waren es? Weniger als deine Mutter, würde ich antworten. Wir werden jetzt noch ein paar Battles machen. Das kommt aber separat. Einer auf meinem Kanal, ein Clip bei ihr. Ihr schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare, welche Fragen ihr an Lexi habt für die Runde 2? Schön versaut, aber nett.